genau. Ja, das. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der schlauesten Entscheidungen in Prey. In dieser Liste sehen wir uns die cleversten Entscheidungen an, die während dieser urzeitlichen Jagd zwischen Jäger und Gejagten getroffen wurden. Seid gewarnt, diese Liste kommt mit einem großen Spoiler-Alarm. Welche Entscheidungen fandest du bewundernswert? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Seil an einem Tomahawk. Bei seinem ersten Besuch auf der Erde geht der Predator im Jahr 1719 in den nördlichen Great Plains auf die Jagd. Eine komanche Frau namens Naru wird auf die Anwesenheit dieser mysteriösen Kreatur aufmerksam. Sie ist bereits flink und geschickt mit ihrem Tomahawk, aber ein Jäger kann nie zu gut vorbereitet sein. Ihre Kreativität bringt sie dazu, eine raffinierte Art des Tomahawk-Werfens zu erfinden. Sie bastelt ein Seil und bindet es an ihren Tomahawk, damit er leichter zu holen und wieder zu werfen ist. Diese Waffe erweist sich später als unschätzbar wertvoll. Sie verschafft Naru nicht nur einen Vorteil im Kampf, sondern wird auch zu einem Enterhaken, der sie vor dem Versinken in einer Schlammgrube bewahrt. Platz 9. Wieder raus zum Jagen gehen. Narus Plan, den Berglöwen zu töten, geht nicht sehr gut auf. Ihr Bruder Tabe bringt die Aufgabe zu Ende und der Stamm feiert. Aber Naru ahnt immer noch, dass etwas Tödliches im Wald lauert. We need to go back out. Far, beyond the ridgeline. No. Okay, well, I'll hunt alone if I have to. You can't. Do I need your permission, Warchief? Als sie am nächsten Morgen erwacht, erwartet man von ihr, dass sie einfach zu ihrer täglichen Arbeit zurückkehrt und mit den Frauen des Stammes Pflanzen sammelt. Doch nachdem sie das Raumschiff des Predators, den Thunderbird, gesehen hat, führt ihr innerer Konflikt sie zu einer mutigeren Entscheidung. Sie geht zurück in den Wald, um sich als Jägerin zu beweisen. Sie weiß zwar nicht, wie furchterregend ihr unheimlicher Feind sein wird, aber ihr Mut könnte über das Schicksal ihres Stammes entscheiden. Platz 8. Die Spuren des Predators erforschen. Let's go. I'm coming with you. I can handle the lion. It's not just the lion. Why is Boogie alive? There's something that scared the cat away from its den. Tief im Wald findet Naru Spuren von grünem, leuchtendem Blut. Außerdem entdeckt sie einen ungewöhnlich großen Fußabdruck eines monströsen, zweibeinigen Wesens. Sie weiß, dass es sich nicht um Bigfoot handelt, denn wie wir alle wissen, ist das grüne Blut eines Bigfoots nicht biolumineszent. Look. Could be bear tracks. Maybe. But that's a big bear. And why was it on its hind legs and what skins a snake like that? Spaß beiseite, Naru nimmt einen Stock, um den Fußabdruck zu vermessen, damit sie eine Vorstellung davon bekommt, wie groß dieses Ungeheuer sein könnte. In der Nacht zuvor hatte sie Krallenspuren in einem Baumstamm entdeckt. Naru hat zwar nicht den aufgepumpten Bizeps und die militärische Feuerkraft von Dutch Schäfer, aber ihr Intellekt und ihre detektivischen Fähigkeiten stärken ihre Fähigkeiten als Kämpferin insgesamt. You did it. No. We didn't do it. What do you think left those tracks? And skin that snake. And before I fell, I saw lightning in the trees. Naru. There's something else out there. Platz 7. In einem Biberdamm verstecken. In einer furchterregenden und folgenschweren Begegnung stoßen Naru und der Hund Sari an einem ruhigen Bach auf eine Grizzlybärin. Naru versucht, einen Pfeil in das Fell des Grizzlybären zu schießen, aber der Grizzly ist zu schnell, um von ihr getötet zu werden. Um nicht auf dem Speiseplan des Grizzlys zu stehen, taucht Naru in den Bach und verkriecht sich zum Schutz in einem Biberdamm. Der gefräßige Grizzly stapft und brüllt, wild entschlossen, sie zu verschlingen. Der Grizzly weiß nicht, dass sich die Nahrungskette in der nächsten Zeit grundlegend verändern wird. Naru sieht mit Schrecken zu, wie ein geisterhaftes Monster den Grizzly auf Leben und Tod bekämpft. Der Kampf endet mit einer sehr auffälligen Siegesfeier des Predators. Ja, es war klug von Naru, sich im Damm zu verstecken. Platz 6. Die Bäume benutzen.
In Prey sehen wir den allerersten Predator, der jemals den Planeten Erde besucht hat. Natürlich gerät dieser Predator ein wenig ins Schwanken, als er die seltsamen exotischen Lebensformen in einem Wald beobachtet und studiert. Der Predator lernt schnell, dass die Wälder der Erde die perfekten Jagdgründe sind. Der bemerkenswert agile Predator kann mühelos auf Bäume klettern und von Baum zu Baum springen. Das Navigieren durch die Bäume ist ein wesentlicher Bestandteil des Anpirschens und Ausweichens von menschlicher Beute. Der Predator nutzt Bäume, um die als französische Voyageure bekannten Pelzhändler zu überlisten. Bewaffnet mit Musketen und Steinschlössern können die Voyageure den Predator kaum treffen, da er mit der alten Weltraummonster-Finesse durch die Bäume springt. Platz 5. Einen gut trainierten Hund besitzen. Technisch gesehen wurde diese Entscheidung getroffen, bevor der Film beginnt, aber es ist trotzdem eine ziemlich gute Entscheidung, die nicht unbemerkt bleiben sollte. Und anders als das Verstecken in einem Biberdamm ist es für den durchschnittlichen WatchMojo-Zuschauer vielleicht ein wenig nachvollziehbarer. Sari ist wirklich gut darin, Rehe aufzuspüren, Nahrung zu fangen, einen verwundeten Stammesangehörigen zu finden, den Bären abzulenken, Dinge zu erschnüffeln und den Predator anzubellen. Und sie ist eine wirklich gute Zuhörerin, wenn Naru einfach jemanden zum Reden braucht. Next time you're cooking. Es ist gut, dass Naru Sari so gut trainiert hat, denn sonst wäre alles ganz anders gelaufen. Wenn Sari nicht so mutig gewesen wäre, hätte der Predator vielleicht einfach losgelegt und dem ganzen Wald das Rückgrat herausgerissen. Platz 4. Eine Bärenfalle für die Flucht verwenden. Die französischen Voyageure nehmen Naru und Tabe gefangen und fesseln sie als Köder, um den Predator anzulocken. Was die Voyageure nicht gelernt haben, ist, dass der Predator keine leichte Beute macht. Was sie auch nicht gelernt haben, ist, dass sie nicht so viele Stahlkieferbärenfallen herumliegen lassen sollten. Wenn der Predator auf eine davon tritt, wird er wahrscheinlich wütend und wirft sie dir an den Kopf. Ob sie nun in der Luft sind oder nicht, diese Fallen sind ziemlich gefährlich. Do you remember the flood when we were young? I saw a beaver that had its legs pinned between two rocks. The water was rising so fast, it knew it was going to die. So it chewed off its one leg. Da Naru keine andere Wahl hat, versucht sie es mit einem riskanten, aber cleveren Trick. Mit einem Stein löst sie eine Falle aus, um die Fesseln zu durchtrennen, die sie und ihren Bruder festhalten. It was worth it to the beaver. Please. Losing its leg to be free. Wait. Naru. What are you doing, Naru? Naru, stop! I'm smarter than a beaver. Im Grunde genommen benutzen sie eine Falle, um einer Falle zu entkommen. Wir wissen, was Admiral Akbar sagen würde. It's a trap. Platz 3. Die orange Pflanze essen. Die Tarnfähigkeit des Predators macht ihn zum heimlichsten aller Jäger. Naru entdeckt jedoch versehentlich einen Trick, um das Spielfeld auszugleichen. You didn't put orange dots here. Who taught you about orange dots here? You? Naru erfuhr von ihrer Mutter von einer orangefarbenen Heilpflanze namens Orange Tutsia. What is it? Nachdem sie einem verletzten Reisenden namens Raphael etwas von dieser orangefarbenen Tutsia gegeben hat, findet der Predator sie. Durch die Tutsia wird Raphaels Blut kalt und er wird unsichtbar für die Wärmesicht des Predators. I can't see it. Naru wendet diesen Trick später an, als sie die Tutsia isst und dem Predator eine Falle stellt. Diesmal kann sie sich an den Predator heranschleichen. Platz 2. Einen französischen Voyageur benutzen, um den Predator in eine Falle zu locken. Gegen Ende des Films hat Naru noch ein Hühnchen mit Big Beard zu rupfen, dem Anführer der französischen Voyageure. Big Beard hat Narus Bruder gefoltert und Naru sorgt dafür, dass Big Beard seine gerechte Strafe bekommt. You bled my brother. So now you bleed. Sie schneidet sein Bein ab und benutzt es, um den Predator zu ihr zu locken. Naru macht sich für den Predator unsichtbar, während der wütende Big Beard sie anschreit und verflucht. You can't see. But I'm killing you. Big Beard wird dazu verleitet, nach seiner Muskete zu greifen, die keine Kugeln hat. Der Predator kommt an und tötet Big Beard.
Dieser kaltblütige Plan nutzt sowohl den Jäger als auch die Beute aus und macht Naru zu der unsichtbaren Bedrohung, die aus der Dunkelheit angreift. Sie erschießt den Predator mit der Steinschlusspistole, die sie von Raphael erhalten hat. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Die Maske des Predators benutzen, um ihn zu töten. Nachdem sie erfahren hat, wie die Waffen des Predators funktionieren, stiehlt Naru seine Maske und stellt ihm eine letzte Falle. Sie lockt ihn in die Schlammgrube, wo sie die Maske in der Nähe platziert. Mit der Hilfe von Sari kämpft sie gegen den Predator, Jäger gegen Jäger. Ihr Kampf ist urzeitlich, blutig und grausam. Naru schneidet ihm den Arm ab und der Predator enthauptet sie fast. Naru fesselt ihn in die Schlammgrube, wo er versucht, sie mit seinem Pfeil zu erschießen. Schachmatt. Die Laser in der Maske des Predators sind direkt auf ihn gerichtet, sodass der Pfeil zurückfliegt und ihn stattdessen tötet. Während der Predator die ganze Zeit seine Beute studiert und gejagt hat, hat Naru den Predator studiert und sich eine Möglichkeit ausgedacht, ihn zu jagen. Kluges Mädchen. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.